Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Friede sei mit Ihnen, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zu unserer nächsten Live-Sendung von Islam Verstehen, unserer interaktiven Sendereihe, in der Sie die Möglichkeit haben, Ihre Fragen über den Islam uns telefonisch zu stellen. Und wir werden diese dann gemeinsam mit unseren Experten gerne für Sie beantworten. Sie können auch heute mit uns in der Sendung telefonisch in Kontakt treten. Dazu lautet unsere Telefonnummer 069 900 18 940. Sie haben aber natürlich auch wie immer die Möglichkeit, uns gerne zu schreiben. Dazu können Sie uns im Internet besuchen. Unter islam-verstehen.tv finden Sie ein Webformular, durch das Sie uns auch schriftlich Ihre Fragen zusenden können. Und wir werden versuchen, diese Fragen dann in unsere Sendung mit aufzunehmen. Und wie wir in der letzten Sendung auch angekündigt hatten, werden wir uns auch heute wieder mit dem Dschihad beschäftigen, einem sehr umfangreichen Thema, das wir versuchen in einigen Sendungen zu behandeln. Und heute wird es vor allem um einige Missverständnisse gehen und die Ihnen zugrunde liegenden historischen Tatsachen und Fakten, was es mit diesen Missverständnissen und mit diesen Konzepten denn auf sich hat. Nun, was der Islam zum Dschihad lehrt, wie gesagt, das ist auch ein Thema, das wir heute behandeln werden. Und dazu haben wir ein Expertenduo wieder eingeladen. Und ich darf sehr herzlich begrüßen den Herrn Shamshad Ahmad Kamar. Er ist Imam und Theologe der Ahmadiyya Muslim Jamaat in Deutschland und Direktor der Jamia Ahmadiyya in Deutschland, also dem Institut, an dem islamische Theologie und Sprachen gelehrt werden. Und ebenso darf ich sehr herzlich begrüßen den Herrn Tariq Ahmad Zafar, der ebenfalls Imam und Theologe der Ahmadiyya Muslim Jamaat in Deutschland ist und seiner Lehrtätigkeit an der Jamia Ahmadiyya, also dem Institut, nachgeht. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullah. Die erste Frage, Shamshad Sahib, die in diesem Zusammenhang wir uns heute ausgesucht haben, die wir Ihnen gerne stellen würden, lautet: Was denn der Islam über andere Religionen sagt und welche Rolle andere Religionen und Andersgläubige in einer Gesellschaft spielen, die vielleicht überwiegend von Muslimen geprägt ist? Welche Rolle diese Andersgläubigen denn dort haben? Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, des Gnädigen, des immer Barmherzigen. Der Islam lehrt, dass zu verschiedenen Zeiten in der Menschheitsgeschichte Allah die Menschen durch Propheten leitete. Mit der geistigen Entwicklung wurde die Religionslehre immer feiner. Als die geistige Entwicklung den Höhepunkt erreicht hatte, entsandte Allah eine Religion in der vollkommenen Form und nannte sie Islam. Allah sagt in dem Heiligen Koran: Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Heute habe ich eure Glaubenslehre für euch vollendet und meine Gnade an euch erfüllt und den Islam zum Bekenntnis euch erwählt. Aus diesem Grund glaubt ein Muslim an die Wahrhaftigkeit aller Religionen. Jedoch ist Islam die vollkommene und perfekte Religion, wodurch alle anderen Religionslehre abgelöst wurden. Islam heißt sich den Willen Gottes unterwerfen und vollkommene Gehorsamkeit Allah zu erbringen. Daher, wer Allah und den Propheten Gottes ablehnt, der erregt den Zorn Gottes. Der Islam erlaubt aber nicht, dass die Menschen mit Gewalt zum Islam bekehrt werden. Islam verkündet die Glaubensfreiheit lautstark. Es gibt viele Verse in dem Heiligen Koran, die besagen, dass es kein Zwang im Glauben ist. Zum Beispiel, Allah sagt im Heiligen Koran: Fa'innama alaikal balagh, dir obliegt nur die Verkündung. La ikraha fid-din, es gibt keinen Zwang im Glauben. Lakum dinukum waliyadin, euch, euer Glaube und mir, mein Glaube, mancha afal yakfur, lasst den Gläubig sein, der will, und lasst den Ungläubig sein, der will. Lasst da alle bemusatir, du bist nicht ein Wächter über sie. Islam lehrt, dass wenn Muslime an der Macht sein sollten, müssen sie Muslimen und Nicht-Muslimen dieselben Rechte geben. Niemand darf ungerecht gehandelt werden, abgesehen davon, ob jemand Muslim ist oder nicht Muslim ist. Die Rechte der Nichtmuslime müssen auch gesichert werden.
So sehr wurde das betont, dass Allah sagt im Heiligen Koran, La yaskar kaumun min kaumin asa an yakunu khairan minhum. O die ihr glaubt, lasset nicht ein Volk über das andere Volk spotten, vielleicht sind diese besser als jene. Und weiter sagt Allah, La tasubullazina yad'una min dunillah und schmähet nicht die, welche sie statt Allah anrufen. Und sollte ein Feind während eines Krieges den Frieden wünschen oder Zuflucht suchen, so sind die Muslime verpflichtet, ihm Zuflucht zu geben und in Sicherheit zu bringen. Allah sagt, wa in ahadu min al mushrikin astajaraka fa ajirhu. Und wenn einer der Götzendiener bei dir Schutz sucht, dann gewähre ihm Schutz. Und weiter sagt Allah, la yajrimannakum shana'anu qawmin ala la ta'dilu idilu huwa aqrabu lit-taqwa. Und die Feindseligkeit eines Volkes soll euch nicht verleiten, anderes denn gerecht zu handeln. Seid gerecht, das ist näher der Gottesfurcht. Aber wenn jemand rebelliert, gegen die Regierung Aufstand macht oder angreift, oder Unfrieden stiftet, mhm, oder die Leute aus den Häusern vertreibt, dann erlaubt den Islam, gegen solche Leute einen Verteidigungskrieg zu führen. Aber für den Krieg, die Entscheidung für den Krieg wird nur von der Regierung getroffen. Diese Entscheidung kann nicht von unterschiedlichen Gruppierungen, abgesehen davon, ob sie islamische Gruppierungen sind oder nicht islamische, diese Entscheidung wird nicht von ihnen getroffen, sondern allein von der Regierung wird diese Entscheidung getroffen. Und solche Nicht-Muslime, die nicht angreifen, die mit Frieden leben und Frieden geben und die nicht die anderen aus den Häusern vertreiben, Allah verbietet nicht, mit solchen Nicht-Muslimen gütig zu sein und gut mit ihnen umzugehen oder mit ihnen Freundschaft zu schließen. Allah sagt im Heiligen Koran, Allah verbietet euch nicht, gegen jene, die euch nicht bekämpft haben des Glaubens wegen und euch nicht aus euren Heimstätten vertrieben haben, gütig zu sein und billig mit ihnen zu verfahren. Allah liebt die Billigkeit zeigenden. Der heilige Prophet, Hazrat Muhammad, Friede sei auf ihm, hat sicherlich die Ungläubigen zum Islam eingeladen, aber diejenigen, die nicht an ihn geglaubt haben, er hat ihre Rechte auch gesichert. Einmal saß der heilige Prophet, Friede sei auf ihm, mit seinen Gefährten, als ein Trauerzug eines Juden vorbeiging. Und der heilige Prophet, Friede sei auf ihm, stand aus Respekt auf. Einer der Gefährten wunderte sich, warum der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam aufstand für einen Juden. Und er fragte, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete, ist ein Jude nicht ein Mensch? Daraus geht hervor, dass im Islam im Herzen des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam Respekt für die gesamte Menschheit war, nicht nur für die Muslime. Einmal besuchte eine christliche Delegation den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam in Medina. Er empfing sie in der Moschee. Sie diskutierten lange über den Islam. Als die Zeit ihrer Gebet kam, wollten diese christlichen Gefolgsleute aus der Moschee hinauszugehen. Aber der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihnen, dass sie in der Moschee das Gebet verrichten können, sogar auf ihre eigene Art und Weise. Und das war das Vorbild des heiligen Propheten, Friede sei auf ihm. Wie kann man über einen solchen Propheten sagen, dass er die Lehre gebracht hat, die gemäß der die Nichtmuslime aus dem Staat vertrieben sollen? Diejenigen, die mit Frieden leben wollen, der heilige Prophet
die Lehre des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam war nicht, dass solche Leute aus den Häusern vertrieben werden. Das war nicht die Art und Weise, die Handlungsweise von dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und diejenigen, die sagen, dass die Nichtmuslime getötet werden und die Nichtmuslime aus dem Staat vertrieben sollen, die bringen den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und auch den Islam in Verruf. Das ist nicht die Lehre des Islams. Diejenigen, die das tun, die haben keinerlei Kenntnisse von den innewohnenden Schönheiten des Islams. Herzlichen Dank, Shimshad Sahib. Sie haben jetzt auch wieder, wir haben ja in den letzten Programmen auch sehr ausführlich darüber gesprochen, welche Kriege es waren, die Muslime führten, dass es Verteidigungskriege waren. Und wir haben jetzt eben von Ihnen auch gehört, dass der Islam sehr wohl die Rechte von Andersgläubigen nicht nur schützt oder nicht nur darauf Acht gibt, sondern sie aktiv auch schützt, wie das Vorbild des heiligen Propheten Mohammed, Friede sei auf ihm, sallallahu alaihi wasallam, ja auch zeigt. In diesem Zusammenhang, Tariq Sahib, gibt es auch verschiedene Menschen, verschiedene Leute, die völlig die historischen Tatsachen auch teilweise verdrehen und auch Dinge behaupten, die unseren Zuschauern, glaube ich, auch interessant erscheinen werden, wenn wir darauf näher eingehen, was das denn wirklich historisch gesehen damit auf sich hat. Zum Beispiel gibt es einen Einwand und es wird behauptet, dass der heilige Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, Friede sei auf ihm, dass er zwei jüdische Stämme aus Medina vertrieben hätte. Was ist da denn dran? Was waren die Gründe, wenn das wirklich stimmt? Und kann denn diese Praxis auch heute angewandt werden, dass man einfach Menschen vertreibt? Was ist denn historisch gesehen daran, an dieser Tatsache oder an diesem Vorwurf dran? Bismillahirrahmanirrahim. In der Tat, Herr Snazab, ist es so, dass wenn die Gegner des Islams jetzt die Angelegenheit der Juden besprechen in Bezug auf den Propheten Mohammed, dann sehen wir, dass sie versuchen, den Propheten so darzustellen, als hätte er sehr unrecht gegen sie gehandelt. Er hätte sie sozusagen aus ihren Wohnstätten vertrieben, ihr Hab und Gut an sich gerissen und so weit so gegangen, dass er sie sogar ermordet hätte. Nun, wenn wir so etwas hören, dann sind wir Muslime sicherlich sehr stark verwundert, weil das ist nicht das Bild jenes Propheten, den wir lieben und aus dem Heiligen Koran so kennengelernt, lieben tun und so kennengelernt haben, wie im Heiligen Koran dargestellt wird und in den Ahadithen und auch selbst auch in der Geschichte. In der Wirklichkeit, solche Handlungen kann man nicht einmal von einem gerechten Menschen erwarten und geschweige denn von dem Heiligen Propheten Mohammed. Für uns Muslime ist er die Gerechtigkeit in Person gewesen, als eine Barmherzigkeit ist er für alle Menschen aufgetreten. Und er würde sich sogar selbst aufopfern, als jemand anders Schaden zuzufügen. Nun, wenn solche Beschuldigungen dargebracht werden, für uns ist es wirklich auch gleich einer Verleumdung. Weil, wie wir das gleich später auch näher behandeln werden, sind die geschichtlichen Fakten und Tatsachen geben ein völlig anderes Bild wieder. Es werden absichtlich Fakten verschwiegen, andere Hintergründe werden verschwiegen, Umstände werden verschwiegen und sogar auch, wie weit das korrekt ist, wird nicht mal richtig dargelegt. Ja? Aber kommen wir erstmal zu der Sache, wie der Prophet Mohammed selber gewesen ist. Sie haben vorhin die Behandlung gegenüber Andersgläubigen vom Shimshad Sahib gehört. In der Tat ist es so, dass Allah den Gläubigen dort sehr stark ermahnt. Zum Beispiel in einem Vers heißt es, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Inna Allaha yamuru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Das heißt, dass Gott euch gebietet mit Gerechtigkeit und dann noch weiter. Güte sollt ihr den Menschen erweisen und dann so weit in uneigennütziges Verhalten euch steigern, dass ihr den Menschen so gut seid wie eine Mutter zum Beispiel ihrem eigenen Sohn oder Kind oder Tochter gegenüber. Also so ein Wohlwollen soll in euch entwickelt werden. Und wenn es dann sozusagen Staatsoberhaupt ist, darüber heißt es, Waisa hakamtum bainan nasi fahkumu bil adl. So wenn ihr zwischen Menschen richtet als Oberhaupt, wie der Prophet gewesen ist, dann sollt ihr mit Gerechtigkeit vorgehen. Und das hört da nicht auf. Der Koran ist ein Buch der Psyche des Menschen. Es heißt sogar, dass wenn die Menschen euch gegenüber in Feindschaft sind, dann ist das Gebot nochmals betont worden. Da heißt es, wie vorhin auch erwähnt, dass die Feindseligkeit eines Volkes euch nicht mal dazu führen soll, anders als gerecht zu handeln.
Und in der Tat ist es so, dass der Heilige Prophet Mohammed alle Andersgläubigen, alle Menschen mit sehr viel Respekt und Toleranz begegnet ist. Und generell auch, was das Buch der Schrift angeht, das Ahle Kitab, also die Juden und die Christen. Da finden wir aus dem Heiligen Koran Stellen, wo ihr Status noch besonders hervorgehoben wird. Sie werden zu ihrer Zeit als das auserwählte Volk Gottes dargestellt. Ihr Propheten werden besonders gelobt und auch viel Achtung wird ihnen gewährt. Dann wird das Beispiel eines Gläubigen mit einer jüdischen Frau verglichen, wie Maria in diesem Fall. Und es werden viele ihrer guten Taten dort erwähnt, aber auch natürlich ihre Fehler. Und dies auch aus diesem Grund, damit sie zum einen sich bessern und auch damit die anderen, die Muslimen, davon lernen und sich davor schützen. Wir können uns niemals vorstellen, dass der Prophet nur den Juden Schaden zugefügt hat. Umgekehrt, wir finden aus der Geschichte, dass es solche Beispiele gibt, wo er ihre religiösen Gefühle sogar einen besonderen Schutz gewährt hat. Mhm. Zum Beispiel hat es einen Vorfall gegeben von einem Mann, er hat erwähnt, dass der Prophet der größte und der beste Prophet aller Zeiten sei. Und da war auch ein Jude und er sagte, nee, Moses ist der größte Prophet. Und da entfachte sich ein gewisser Streit und sie steigerten sich darin, das ging dann zum Propheten Mohammed. Und für die Achtung der Gefühle der Juden befiel der Prophet zu jener Zeit. Er sagte, La tuhayyiruni ala Musa. Ihr sollt mich nicht bevorzugen in Bezug zu Musa oder auch nicht über alle anderen Propheten selber auch. Also selbst solche Sachen finden wir in seinem Charakter. Wie können wir uns vorstellen, dass er so etwas getan hat? Mhm. Nun, wenn wir das geschichtlich untersuchen, dann sind da gewisse Sachen, die müssen erwähnt werden, damit man das ganze Gesamtbild vor sich bekommt und dann daraus die Rückschlüsse ziehen kann. Wir wissen, dass der Prophet Mohammed in Mekka aufgetreten ist. Dort wurde er stark verfolgt und er wurde nicht mit offenen Armen empfangen. Die Verfolgung ging so weit, dass es um Leben und Tod, Situation um Leben und Tod gewesen ist. Er musste nach Medina auswandern. Mhm. Als er dann nach Medina ausgewandert ist, da hat er vor sich zwei Stämme vorgefunden. Sie waren Großteil Muslime, die Aus und Achraj. Mhm. Und drei weitere Stämme, das waren jüdische Stämme. Die Banu Kanuka, die Nasir und die Quraiza. Nun, was der Prophet angesichts dieser Situation getan hat, ist, dass er versucht hat, alle auf einer gemeinsamen Plattform zu bringen. Und er hat sozusagen einen Vertrag geschlossen. Dieser wird als der Pakt von Medina bezeichnet. In diesem Vertrag wurde festgehalten, dass alle gemeinsam in Frieden leben werden. Sie werden sich gegenseitig niemals bekämpfen. Und wenn jemand von außen angreifen sollte, so werden sie gemeinsam dann gegen den Feind von außen auch vorgehen. Und Religionsfreiheit war ganz offen. Jeder konnte einfach so leben, wie er wollte. Und das Besondere an diesem Vertrag ist gewesen, dass alle gemeinsam sich bereit erklärten, den Propheten Mohammed als ihrem Staatsoberhaupt anzuerkennen. Mhm. Und dies wurde auch festgehalten, dass wenn Streitigkeiten entstehen sollten, so würden sie dem Propheten vorgetragen und er würde dann entsprechend ihrem eigenen Buch dann die Streitigkeiten zwischen ihnen dann richten. Man kann von einem sogenannten islamischen Staat sprechen. Nun, als das passiert ist, erfahren wir aus der Geschichte, dass die Stämme, die da vorher waren, da waren natürlich Personen auch drin, die sich erhofft hatten, auch Führer zu werden. Und plötzlich kommt ein Mann von außen und er wird Führer. Und erstmal haben sie gedacht, das würde nicht lange bestehen. Aber als die Muslime mit der Zeit in Macht und in Kraft und in Anzahl zunahmen, da wurde der Neid und der Hass immer stärker. Aber es blieb nicht nur dabei. Wir wissen zum Beispiel, dass ein Führer von Banu Nasir, das ist eines jüdischen Stammes, Ka'b bin Ashraf, er sich auf dem Weg nach Mekka machte, nach einer großen Niederlage von Mekka. Das war die Schlacht von Badr. Als er sich dort begebte, da rief er alle Leute von Mekka, die noch stark verwundet waren wegen diesem Kampf, zusammen an einem heiligen Ort, welches die Kaaba ist. Dort ließ er sie auf die Kaaba schwören und sagte, dass ihr nicht ruhen sollt, bis ihr nicht eure Feinde umgebracht habt. Und daneben hat er weiterhin versucht, auch die anderen Stämme aufzuhetzen und sie gegen die Muslime zu mobilisieren, sodass sie gegen sie auch vorgehen. Dann erfahren wir auch von einem Brief, welcher dann auch von Quraysh kam, zu einem der Stämme in Medina. Und darin befiehlten die Leute aus Quraysh, dass sie die Muslime angreifen sollen, bekämpfen sollen.
Und somit insgeheim, obwohl sie den Vertrag geschlossen hatten, es war ein Staat, der Prophet war ihr Oberhaupt, insgeheim ging es da schon los, dass man Kontakt gehabt hat zu den Feinden, man hat Pläne geschmiedet und man hat Wege gesucht, wie man versuchen kann, diese Muslime auszutilgen. Mhm. Zum Beispiel hat man nach einer Zeit einen Plan ausgehegt, dass man gesagt hat, dass der Prophet 30 Leute holen soll, sie würden 30 Leute holen, eine Delegation, sie sollen über religiöse Fragen diskutieren und würden die 30 Leute das annehmen, so würden sie auch den Propheten annehmen. Mhm. Nun, was aber im Hintergrund gewesen ist, war, dass sie geplant hatten, dass 3 Leute bewaffnet sein sollten, sie sollten ein Messer mitnehmen und bei geeigneter Möglichkeit den Propheten angreifen und töten. Wie ist es rausgekommen, auf diese Weise, dass eine Frau aus einem muslimischen Stamm mit einem der jüdischen Stämme dort, sie war mit einem Mann aus jenem Stamm verheiratet und sie hat es dann dem Propheten vorgetragen und so hat er sich davor geschützt. Mhm. Einmal ist es passiert, dass ein unschuldiger Mann ermordet wurde und weil es ein Staat gewesen ist, Blutgeld musste für ihn gezahlt werden. So ging der Prophet zu den verschiedenen Stämmen, auch zu den jüdischen Stämmen, einen Stamm. Und dort forderte er von ihnen das Blutgeld auf und sie sagten, ja, kein Problem, kommen Sie her. Sie ließen ihn an einem Ort sitzen. Und währenddessen waren sie froh, dass ihnen eine solche Situation geboten wurde. Ein Mann rückte nach oben, sie hatten ja Festungen gehabt, ja, und wollte einen Riesenstein auf den Propheten werfen. Ja. Und wir erfahren, dass der Prophet auf wundersame Weise von Gott das erfuhr und sich dann von dort sofort hinwegbewegte. Aber in der Geschichte sind sogar Namen von diesen Männern erwähnt und wie das alles geplant wurde. Also es ist nicht nur etwas, was auf Offenbarungen basiert, sondern es sind wirklich Tatsachen gewesen. Die Situation war sehr angespitzt. Angesichts all dieser Umstände ermahnte der Prophet sie immer wieder und rief sie dazu auf, ihren Eid, ihren Vertrag nochmal zu erneuern. Ja. Dies würde zu weiteren Streitigkeiten führen und es würde Unfrieden geben. So sollten sie sich wieder besinnen. Aber ein Teil erklärte, dass sie nicht bereit sind, weiterhin den Vertrag einzuhalten. Ein Teil sagte, okay. Nun, diese Handlungen sind in der Tat, wenn wir jetzt in einem Staat sind und dort ist ein Volk und es bricht den Vertrag, und es stiftet Unfrieden und greift den Staatsoberhaupt an. Und so weit, dass sogar Pläne geschmiedet werden, ihn zu ermorden. Und man versucht, Kontakte mit den Feinden zu schließen. Das in einer Zeit, wo Kriegszeit ist, wo es so gefährlich ist. Und wenn dort Informationen weitergehen, hat eine tödliche Bedeutung gehabt für die Muslime. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat sie dennoch versucht zu ermahnen, wieder auf diesen Vertrag zurückzuholen, aber sie erklärten sich dort nicht bereit und ihm blieb dann letztendlich keine weitere Möglichkeit mehr, als dass sie dann Medina verlassen müssen. Mhm. Nun, das ist, wenn wir jetzt von der Handlung jetzt sprechen, einerseits ist es auch Hochverrat, ja? Und dass er sie nur aus Medina ausgewiesen hat, das ist vergleichsweise eine sehr niedrige Strafe. Sogar in der heutigen Zeit, wenn solche Situationen von Hochverrat und geheime Informationen an andere Staaten und verfeindete Staaten gegeben werden, da weiß jeder, wie die Nationen darauf reagieren. Und der Prophet Mohammed war in diesem Falle sehr mild zu den Juden. Du sagst, nun lassen Sie sehr für diese ausführliche Beschreibung der historischen Tatsachen, wie es dazu kam. In diesem Zusammenhang gibt es auch andere Einwände. Natürlich können wir jetzt nicht auf jeden einzelnen Einwand eingehen, aber vielleicht haben Sie, liebe Zuschauer, auch Fragen zu diesem Thema. Deswegen möchte ich gerne noch einmal darauf hinweisen, dass Sie mit uns auch telefonisch in Kontakt treten können, live während dieser Sendung Islam verstehen. Sie können uns anrufen unter 069 900 18940 und natürlich haben Sie wie immer auch die Möglichkeit, unter islam-verstehen.tv Ihre Fragen auch schriftlich zuzuschicken. Vielleicht ergibt sich die eine oder andere Möglichkeit dann, dass wir diese Frage heute in unserer Sendung, im Laufe der Sendung aufnehmen. Shamshad Sahib, im Zuge dieser Diskussion gibt es, wie gesagt, auch andere Einwände, die gemacht werden. Zum Beispiel hat einer unserer Zuschauer uns darauf hingewiesen, dass wir auf die Frage eingehen sollten, weil dieser Einwand kommt, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der heilige Prophet des Islam, einen jüdischen Stamm mitsamt Frauen und Kindern hätte töten lassen. Was hat es denn damit auf sich und was hat es denn allgemein mit der Religionsfreiheit auf sich? Wie ist das damit vereinbar? Ist das wirklich passiert? Ja, Bismillahirrahmanirrahim. Als erstes ist es wichtig festzustellen, wie Sie
in der Frage erwähnt haben, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam die Frauen und Kinder auch töten lassen hat. Das ist nicht richtig. Die Frauen und Kinder wurden nicht getötet. Das ist Missverständnis. Nur eine Frau wurde getötet und sie wurde aus dem Grund getötet, dass sie selbst eine Mörderin war. Sie hätte einen Muslimen getötet und als Strafe wurde sie dann getötet. Wenn wir die Geschichte sehen, warum die Männer von dem jüdischen Stamm Banu Qurayza getötet wurden, sehen wir, dass als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nach Medina ausgewandert war, so waren in Medina neben den Muslimen zwei Stämmen von Polytheisten und drei jüdischen Stämmen dort. Sie alle hatten den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam als Oberhaupt ernannt. Und sie haben mit ihm und mit den Muslimen einen Vertrag abgeschlossen, dass sie in Frieden leben werden, einander helfen werden und sie werden die Feinde des anderen nicht unterstützen und sie werden keine Unruhe stiften und wenn jemand von ihnen diesen Vertrag bricht oder Unruhe verursacht, so werden die anderen das Recht haben, gemeinsam gegen ihn vorzugehen. Und alle Auseinandersetzungen werden den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam vorgelegt und sein Urteil wird von allen akzeptiert. Zudem wird so verfahren, dass für jeden das Urteil entsprechend seiner Religion gefällt wird. Das war der Vertrag. Aber später wurden, wie Herr Tarek schon das ausführlich erwähnt hat, zwei Stämmen der Juden aus Medina ausgewiesen. Und diese jüdischen Stämmen, besonders Banu Nadir, hat sich äußerst bemüht, alle Arabien zusammenzubringen, damit sie gemeinsam, alle Stämme von Arabien, gemeinsam Medina angreifen und die Muslime vernichten. Die verfeindeten Stämmen, arabischen Stämmen, waren schon dafür bereit. Und so hatte sich ein großes Heer von verschiedenen Stämmen gebildet. Und dieses Heer machte sich auf dem Weg nach Medina, um Medina anzugreifen und die Muslime zu vernichten. In dieser gefährlichen Situation gab es sehr viel Angst für die Muslime und diese Situation war eine sehr gefährliche Situation für Muslime in der Medina. Und die Muslime müssten für den Schutz einen Grab um sich herum ausheben. So, sie waren sozusagen in Medina festgesetzt. Dies war solch eine furchterregende Situation, dass Allah sagt im Heiligen Koran: "Es ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izaghatil absaru wa balagatil qulubul hanajira wa tazannuna billahi zununa hunalika tulyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida." Da sie über euch kamen von oben her und von unten her und da eure Blicke wild waren und die Herzen in den Kehlen stiegen und ihr verschiedene Gedanken hegtet über Allah und wurden die Gläubigen geprüft und sie wurden erschüttert in heftiger Erschütterung. In dieser Situation, wo Banu Qurayza entsprechend dem Vertrag verpflichtet waren, den Muslimen zu helfen, sie schlossen sich mit den Feinden. Sie begingen Verrat gegenüber den Muslimen. Ihr Oberhaupt Ka'b bin Asad sagte lautstark, dass es keinen Vertrag zwischen ihnen und zwischen den Muslimen, das heißt zwischen dem heiligen Propheten, sallallahu alaihi wasallam, besteht. Allah aber half auf wundersame Weise den Muslimen und schaffte solche Umstände, dass das angreifende Heer von selbst von dort abrückte
Und in dieser Situation war der Stamm Banu Qurayza von ihrem Verbrechen ganz bewusst. Als das Heer des Feindes von dort abrückte, zogen sich die Leute von Banu Qurayza in ihre Festungen zurück und verschlossen alle Eingänge. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam beging sich aufgrund einer göttlichen Offenbarung zu Banu Qurayza. Und da sie in ihrer Festung zurückgezogen hätten, belagerte der heilige Prophet ihre Festung. Und anstatt Zeichen der Reue zu zeigen und um Verzeihung zu bitten, fingen sie an, die Muslime, den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und seine Frauen zu beschimpfen. Und wenn sie von dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam um Verzeihung gebeten hätten, hätte er vielleicht sie vergeben und höchstens aus Medina gewiesen, wie die anderen zwei Stämme vorher auch. Schließlich entsandten die Banu Qurayza eine Botschaft, dass sie möchten, dass eine Person als Richter ernannt wird. Es gab eine lange Beziehung zwischen dem Stamm Banu Qurayza und einem Götzendienerstamm von Aus. Und sie förderten, dass Sa'd bin Mu'az, der Oberhaupt von Stamm Aus, mit dem sie lange Beziehungen hatten, als Richter ernannt werden soll. Und der heilige Prophet, Friede sei auf ihm, hat auch das akzeptiert. Und sie hofften dadurch, dass, weil da zwischen dem Stamm Banu Qurayza und dem, zwischen dem Stamm Aus eine lange Beziehung gibt, deshalb wird er ein mildes Urteil gegen sie fallen. Als erstes nahm dann Sa'd bin Mu'az ein Eid von beiden Parteien, dass sie sein Urteil akzeptieren werden. Und dieses Eid wurde auch von dem heiligen Propheten, Friede sei auf ihm, genommen. Und als beide Parteien damit einverstanden waren, dass sie das Urteil von Sa'd bin Mu'az akzeptieren werden, dann gab er sein Urteil und sagte, dass die kriegerischen Männer von Banu Qurayza sollen getötet werden und die Frauen und Kinder sollen gefangen genommen werden. Dies war tatsächlich nicht das Urteil von dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Deshalb darf kein Einwand gegen den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam erhoben werden. Dies war ein Urteil von Sa'd bin Mu'az, der selbst ein Götzendiener war. Ja. Ja, und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam war auch verpflichtet, wegen des Eids, der von ihm genommen wurde, gemäß dem Urteil zu handeln. Und er konnte nicht gegen das Urteil etwas tun. Und das war nicht sein Urteil, sondern Urteil eines Götzendieners. Und wenn es nicht die Urteil vom heiligen Propheten war, dann darf nicht ein Einwand gegen ihn erhoben werden. Und zudem war dieses Urteil auch nicht fremd für Banu Qurayza, weil in ihrem heiligen Buch stand geschrieben, dass in solch einer Situation genau so passieren wird, wie Sa'd bin Mu'az gemacht hatte. Als Staatsoberhaupt beneidigte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam jene, die von den Juden bei ihm um Gnade gebeten hatten, und er sagte, dass seine Frau und Vermögen auch ihm gegeben werden muss. Und das war ein Urteil, das gemäß der Lehre der Tora war. Und das war ein Urteil, das von Sa'd bin Mu'az war, nicht von dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wenn wir Tora lesen, dann sehen wir, dass diese Lehre auch in Tora man findet. In dem Buch, in dem Buch, fünften Buch Mose,
Kapitel 20 steht geschrieben, wenn du vor eine Stadt siehst, um gegen sie Krieg zu führen, so sollst du ihr Frieden anbieten, antwortet sie dir friedlich und öffnet sie dir die Tore, so soll das ganze Volk, das darin gefunden wird, dir verpflichtet und dienstbar sein. Will sie aber nicht friedlich mit dir unterhandeln, sondern mit dir Krieg führen, so belagere sie, und wenn der Herr, dein Gott, sie dir in die Hand gibt, so sollst du alle ihre männlichen Einwohner mit der Schärfe des Schwertes schlagen. Aber die Frauen und die Kinder und das Vieh und alles, was in der Stadt ist, und allen Raub sollst du dir zur Beute nehmen und sollst essen von der Beute deiner Feinde, die der Herr, dein Gott, dir gegeben hat. Somit war das Urteil, welches für die Juden gefällt wurde, ein Urteil der Tora, entsprechend dessen gehandelt wurde. Daher ist es falsch, den heiligen Propheten dafür beschuldigt zu machen. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Schimshazab, für diese ausführliche Beschreibung der historischen Tatsachen, die oft verdreht werden, die oft sehr, sehr falsch und fatal dargestellt werden, als ob der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Menschen töten ließ, ob sie nun jüdischen Glaubens waren oder andere. Aber sie haben das anhand der historischen Tatsachen noch einmal sehr ausführlich erläutert. In der Tat ist natürlich der Islam, wie im Koran auch verkündet, eine Religion des Friedens, die keineswegs Gewalt wünscht oder anwendet. Nun haben wir, liebe Zuschauer, einen Herrn, einen Zuschauer auch auf der Leitung. Und ich darf den Herrn Attar Iqbal aus Betzdorf begrüßen. Hören Sie mich, Herr Attar Iqbal? Ja, bitte. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Bitte schön, Sie dürfen Ihre Frage gerne stellen. Ja, meine Frage bezieht sich auf das Kalifat. Die Welt kennt derzeit ein Kalifat, welches die IS betreibt. Inwiefern unterscheidet sich das Kalifat zwischen der IS und der Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde? Okay. Vielen Dank. Eine sehr wichtige, interessante Frage. Herr Schimshazab, wie sich das Kalifat, der Herr Attar Iqbal möchte wissen, wie das Kalifat, das heute im Irak zum Beispiel ausgerufen wird, von dem sogenannten Islamischen Staat, von IS, wie das sich unterscheidet von dem wahren Kalifat oder was es mit dem Kalifat denn auf sich hat. Könnten Sie darauf bitte kurz eingehen? Ja, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war von Allah als ein Prophet an die ganze Menschheit geschickt worden. Und es ist die Handlungsweise Allah, dass nach dem Auftreten eines Propheten, wenn er verstirbt, Gott selbst einen spirituellen Nachfolger bestimmt, welcher die Aufgabe des Propheten weiterführt. Ein Khalifa ist der spirituelle Nachfolger und Vertreter des Propheten und somit auch das geistliche Oberhaupt der Gläubigen. So sehen wir, dass als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verstarb, nach ihm vier rechtgeleiteten Khalifen auftraten, an denen Großteil der Muslime glaubt. Diese Khalifen werden als Khulafai Rashidin bezeichnet, was bedeutet, dass deren Khalifentum rechtmäßig von Allah war und sie rechtgeleitete Nachfolger des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam waren. Aber als diese Khalifen verstarben, dann sind noch einige Führer gekommen, auf die Macht traten. Diese Führer, obwohl sie das Wort Khalifa benutzt haben, aber tatsächlich waren nicht die spirituelle Nachfolger des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, sie waren politische Herrscher. Und weil Khilafat vorher da war, deshalb haben sie das Wort Khilafat auch für die politische Herrschaft benutzt. In der Tat ist es aber so, dass das wirkliche islamische Khilafat nicht ein politisches Khilafat ist, welches an einem Staat gebunden ist. Es ist vielmehr ein spirituelles Khilafat, welches für die gesamte Welt ist und für die gesamte Menschheit ist. In der Frühzeit des Islams ist es so gewesen, dass gewisse politische Aufgaben und Staatsführung
auch mit dem Khilafat verbunden waren. Aber das war nur deswegen, weil damals es keine andere Möglichkeit gab. Und als die Muslime von Nichtmuslimen angegriffen wurden, sie mussten sich dann Verteidigungskrieg führen. Zu jener Zeit, zu dem Zeitpunkt, konnte niemand anderes als der Kalif die Führung übernehmen. Der Islam ist aber eine Religion für die gesamte Menschheit und die Lehre des Koran ist für alle Menschen und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist auch für die ganze Menschheit und für die ganze Welt gewesen. Und deshalb seine Khilafat ist auch für die ganze Welt, für die ganze Menschheit. Und heutzutage ist es nicht möglich, dass ein Kalif die ganze Welt regiert. Seine Herrschaft kann nur politischer Natur sein, aber nicht, Entschuldigung, ich habe falsch gesagt, seine Herrschaft kann nur spiritueller Natur sein, aber wenn wir werden unserem in dem nächsten Programm, das inshallah ausführlich darüber sprechen. Außerdem das Versprechen, welches im Koran über das Khilafat den Gläubigen gegeben worden ist, dieses Versprechen ist nicht für den Staat, für die Regierung. Ja. Das ist eine ein Versprechen über ein spirituelles Khilafat. Wenn wir sogar nur Vers 56 untersuchen, erfahren wir, dass das Versprechen für Khilafat nicht jene Personen gemacht wird, die die Bombenanschläge verüben, unschuldige Menschen töten, das Schwert erheben, sondern diejenigen gläubigen Menschen wurde das Khilafat versprochen, die glauben und die gute Werke tun. Allah sagt in Heiligen Koran, وَلَا يُمَكَّنَنَا لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّهِ زِرْتَزَا لَهُمْ. Er wird gewisslich für sie ihre Religion befestigen, die er für sie auserwählt hat. Allah verspricht hier, dass er ihren Glauben befestigen wird. Er verspricht nicht, dass er ihren Staat befestigen wird oder ihre Regierung befestigen wird. Dann sagt Allah weiter, وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. Er wird gewisslich ihren Stand nach ihrer Fürst in Frieden und Sicherheit verwandeln. Die Leute werden, das heißt die Muslime, werden in Angst und Fürst versetzt. Aber Gott wird ihre Angst und Fürst in Frieden verwandeln. Bei der ISIS ist die ganze Angelegenheit völlig umgekehrt. Allah sagt, dass ihre Angst und Fürst in Frieden verwandelt wird, aber sie bedrohen die Menschen zu töten. Sie versetzen den Menschen Angst. Das ist ganz umgekehrt. Und sie flößen Furcht ein und zerstören den Frieden. Ja. Allah verspricht wahrhaftigen Gläubigen mit wahrhaftigen Khalifa wirklich Frieden zu schenken, aber sie nehmen den Menschen den Frieden weg. Dies steht im Gegensatz zu der Lehre des Islams über Khilafat. Daher ist es völlig falsch, ein solches Khilafat zu nennen und ein solcher Staat den Staat zu nennen. Dieses Khilafat und dieser islamische Staat hat mit dem Islam nichts zu tun. Ja. Ein Konzept des islamischen Staats gibt es im Islam überhaupt nicht. Eine spirituelle Natur gibt es über das Khilafat, aber im Sinne des weltlichen Natur. Dieses Konzept finden wir im Koran nicht. Jazakumullah, Sayyid Zizah. Vielen herzlichen Dank, Shem Shahzai, für diese sehr aktuelle Frage, die Sie beantwortet haben. Aber in diesem Zusammenhang, bevor wir noch weiter darauf eingehen, Dalik Sahab, wir haben noch weitere Fragen, die genau diesem Kontext entspringen. Und auch viele Zuschauer sind besorgt über die Untaten, die verschiedene Leute im Namen des Islam und im Namen des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf der Welt durchführen. Zum Beispiel hat eben ein
Zuschauer eine Frage geschickt per Internet. Der Herr Daniel Hack möchte wissen, dass diese Milizen und diese terroristischen Organisationen sich teilweise auf den heiligen Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam berufen. Und er schreibt auch, dass diese Menschen andere Leute, Andersgläubige, köpfen, sie töten und sich dann auf die islamische Lehre berufen, auf den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam berufen. Aber was ist denn die Realität? Was steckt denn dahinter? Wieso berufen die sich auf den heiligen Propheten? Also als erstes muss ganz deutlich erwähnt werden, dass die Handlungen, die wir von diesen Daesh, die sogenannten islamischen Vertreter, Islamic State-Leuten oder Boko Haram oder die anderen Organisationen, die Taten, welche wir da sehen, sind in der Tat so, dass sie für uns alle Muslime, für die gesamten Menschen, die das sehen, sehr furchterregend und erschreckend sind. Und kein vernünftiger Mensch würde dies auch auf irgendeine Weise auch irgendwie gerechtfertigen können. Was immer auch der Beweggrund sein mag, was die Ursachen sein, diese Taten sind einfach zu verurteilen. Sie sind ein Verbrechen gegen die gesamte Menschheit. Und dabei spielt es überhaupt gar keine Rolle, ob es der IS ist oder ob es jemand anders ist. Und da müssen wir alle an gemeinsamer Front stehen, finde ich. Und was ich als Muslime aber hierbei erwähnen muss, ist die Tatsache, dass die Medien hierbei leider eine sehr verantwortungslose Rolle spielen. Denn solche Behauptungen sollten wissenschaftlich fundiert und auf einer gerechten Bühne vorgetragen werden, dass man das richtig analysiert. Aber was wir vorfinden, ist, dass den Islamgegnern eine Bühne angeboten wird, wo sie ihren Groll und Hass gegen den Islam freien Lauf lassen können und den heiligen Propheten Muhammad Sassam, welcher als der Friedensfürst überhaupt aufgetreten ist, dass man auf irgendeiner Weise ihnen auch das zuschreibt. Das ist das Schreckliche hierbei bei der gesamten Sache. Wir Muslime sind geschockt und so etwas ist, was niemals auch irgendeine Religion und irgendein gerechter Mensch oder vernünftiger Mensch, geschweige denn der Prophet Mohammed auf irgendeiner Weise auch dargelegt hat. Nun, was die Parallelen mit den Muslimen betrifft. Dazu muss ich Ihnen ganz sagen, dass zum Teil da eine Parallele gibt. Aber die Parallele gibt es nicht zu den heiligen Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam, zwischen ihm und der IS, sondern es ist so, dass da eine Parallele ist zwischen den heiligen Propheten, zwischen der IS und der Zeit vor dem Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Denn wenn wir die Situation untersuchen, die Umstände und die Zeit, wo der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam auftrat, die Araber vor ihm, welches als die Zamana Jahiliya bezeichnet wird, die Zeit der Unwissenheit, da finden wir solche bestialische Vorgehensweisen, wo Menschen einfach grundlos ermordet werden. Und der Heilige Koran hat auch dazu Bezug genommen. Da heißt es, Zahar al-Fasad fil Barr wal Bahr, dass ein Verderbnis gekommen ist über das Meer und Land, womit gemeint ist, dass die gesamte Welt eigentlich in einem sehr großen Übel verstrickt ist. Aber was das arabische Volk betrifft, so ist es besonders stark davon betroffen gewesen. Wir wissen, dass die Araber vor dem Auftreten des Heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Leben überhaupt gar keinen Wert gegeben haben. Aus sinnlosen Gründen wurden blutige Kriege geführt. Überfälle und Mord, Raub waren an der Tagesordnung. In Feindschaft waren die Herzen so stark erhärtet, dass man den Toten überhaupt gar keinen Respekt gegeben hat und Leichen tatsächlich auch verstümmelt hat. Mhm. Aber hier will ich es zu bemerken, nicht zu der Zeit des Propheten Mohammed, sondern vor ihm. Da finden sich solche Beispiele, dass man die Leichen der Ermordeten verstümmelte, die Nase wegschneidete, Ohr abschneidete, Hand und Füßen wegschneidete. Sogar so weit, dass man sogar das Blut des Getöteten, des Ermordeten trank. Dies war in der Tat ein sehr wildes und blutdürstiges Volk. Und der heilige Prophet Mohammed trat auf und bekämpfte diesen üblen Zustand mit all seinen Mitteln. Da gibt es zum Beispiel ein Beispiel von einer Frau, sie heißt Hinda in der Geschichte, man nennt sie auch Hind, dass sie wollte Vergeltung ausüben und nahm den Schwur, dass sie den Onkel des Propheten Mohammed Hasan Hamza radiallahu anhu töten wird. Und es wird nicht dabei bleiben, sondern sie wird ihm seine Leber rausreißen und dann auch diese Leber beißen. Und was dann später geschah, was unglaublich ist, dass diese Frau das tatsächlich auch gemacht hat. Mhm.
Das ist in der Geschichte so vorzufinden. Kurzum, was sie sagen möchte, ist, dass diese bestialischen Gräueltaten und diese Übel der Prophet Mohammed sie sehr stark verabscheute und seine Anhänger sehr stark ermahnte und sie verbat, auch nur ansatzweise irgendeine unehrenhafte Tat oder Disrespect, sagt man im Englischen, dass man den Toten keinen Respekt erweist. Wir haben vorhin das Beispiel gehört, als ein jüdischer Trauerzug vorbeiging, dass der Prophet Mohammed da sogar aufstand. Nun, wenn der Prophet Mohammed verboten hatte, sogar diese Sachen zu machen, wie können wir uns vorstellen, dass er gebietet hätte, irgendwie auch Köpfe abzuschlachten, Köpfe abzunehmen und zu enthaupten oder ähnliches? Der Heilige Koran ist nirgends im Heiligen Koran ist so etwas vorzufinden. Das ist eine Lüge, wenn behauptet wird, dass im Koran solche Verse seien oder dass der Prophet Mohammed so etwas gemacht hatte. Wir Muslime, wir stehen dafür und jemand soll kommen und uns die Verse zeigen. Da gibt es kein solches Vers. Was der Prophet Mohammed gewesen ist, der verheißene Messias al-Islam erwähnt uns, der Gründer der Ahmadiyya Muslimgemeinde, dass der Prophet Mohammed eigentlich aufgetreten ist, um Barbaren, um wilde, unzivilisierte Menschen wieder das Menschsein beizubringen, ihnen hohe moralische Eigenschaften zu befähigen, diese anzueignen und dann zu spirituellen Wesen zu werden, welche mit Gott in Liebe aufgehen. Das war eigentlich die Aufgabe des Propheten. Und sie waren in der Tat ein Volk, wo man sagen könnte, sie wären spirituell tot gewesen. Im Koran steht sogar ein Vers hierzu. Es heißt, Istajibu lillahi walil rasuli iza da'akum lima yuhyikum. Dass wenn der Prophet und Allah euch rufen, dann so, damit sie euch Leben schenken, so sollt ihr diesem Ruf antworten. Also das ist das Gebot hierzu. Wenn wir jetzt weitergehen und Terroristen sehen, sie würden grundlos einfach so Menschen umbringen, als wären es einfach leblose Gegenstände, das ist mit der Lehre des Islam im Koran überhaupt nicht zu vereinbaren. Im Heiligen Koran heißt es, man qatala nafsin bereiden nafsin auf Fassaden fil alze fakannama qatala nasa jamia. Wer unschuldig einen Menschen umbringt, das ist so schlimm vor Gott, als habe er die gesamte Menschheit getötet. Und dann Geiseln nehmen und Geiseln solche Gräueltaten zufügen. Der Prophet hatte niemals erlaubt, Menschen irgendwie in Gefangenschaft zu nehmen, die überhaupt nicht im Krieg beteiligt gewesen waren. Kinder, Frauen, ältere religiöse Leute, sie waren alle davon verschont. Und dann, wenn jemand auch gefangen genommen war, dann finden wir solche Lehren, wo es heißt, dass der Prophet sagte, dass es gibt denen, was ihr selber isst. Kleidet denen, was ihr selber kleidet. Und die Gefährten handelten danach. Mhm. Es gibt Beispiele von Gefährten, dass sie selbst nur mit Datteln sich ernährten und ihre Gefangenen außerordentlich gut speisten. Mhm. Und das bewirkte auch Wunder bei den Gefangenen. Sie nahmen dadurch den Islam an. Mhm. Kurzum, zusammenfassend, kann ich ein Hadith des Propheten erwähnen, was eigentlich die Lehre des Islams ist, was das Gebot für alle Muslime ist. Mhm. Da wird es nicht mal erlaubt, mit der Zunge jemandem Schaden zuzufügen. Das heißt, al-Muslimu man salaman nasu min lisani wa yadihi. Ein wahrer Muslim ist jene Person, vor dessen Zunge und vor dessen Hand die gesamte Menschheit in Schutz ist. Wer dagegen handelt, er handelt nicht nach Islam, sondern er hat seine eigene Religion. Herzlichen Dank, Tariq Safasab, für dieses auch sehr schöne Hadith, das Sie zitiert haben. In der Tat gibt es sehr, sehr viele Fragen zu diesem Thema und oft wird, wie gesagt, dieses Thema aufgrund der sehr einseitigen Beschreibung sowohl in den Medien als auch von den irreleitenden Taten, die Muslime im Namen des Islams tun, wird dieses Thema falsch verstanden von vielen Menschen. Shimshatza, wir haben noch viele Fragen eigentlich, aber in Anbetracht der kurzen Zeit würden wir gerne noch eine Frage aufnehmen. Die hat der Herr Wahaj bin Sajid gestellt. Er möchte wissen, was es denn mit der Religionsfreiheit auf sich hat, wenn tatsächlich ein wahrer islamischer Staat, islamische Gesellschaft entstehen würde. Und er möchte wissen, ob denn Andersgläubige dort genauso frei leben könnten wie in unserer heutigen Gesellschaft, ob sie denn auch die Möglichkeit haben werden oder haben, in einer wahren islamischen Gesellschaft ihren Glauben öffentlich auszuüben und zu missionieren. Haben sie diese Rechte in einer islamischen Gesellschaft? Ja, natürlich. In einer islamischen Gesellschaft ist es erlaubt, dass wir Glaubensfreiheit herrschen. Mhm. Das haben wir in allen Programmen darüber diskutiert, dass die Kriege, die von den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam geführt wurden, waren für die Religionsfreiheit. Mhm.
Und wenn eine islamische Gesellschaft entsteht, dann werden alle Religionen ihre Freiheit haben. Und wir haben das Beispiel von Medina, das habe ich schon jetzt erwähnt. Was passierte in Medina, als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam von Mekka nach Medina ausgewandert war? Dort haben die jüdischen Stämme und Götzendiener und alle anderen Stämme den heiligen Propheten als Oberhaupt ernannt. Und da wurde der Vertrag abgeschlossen. Und nach diesem Vertrag war es von allen einverstanden, dass alle Auseinandersetzungen werden den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam vorgelegt, und er und sein Urteil wird von allen akzeptiert. Und zudem war, dass er werde die Entscheidung nach der Lehre der Religion treffen, an die diese betroffene Person glaubt. Das heißt, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ein Beispiel dafür gegeben, dass die Nichtmuslime werden nicht nach islamisches Gesetz gehandelt, sondern nach ihrem eigenen Gesetz, was ihr Buch, ihr religiöses Buch sagt. Danach wird gehandelt. Und sie werden natürlich Religionsfreiheit haben. Heutzutage sehen wir, dass die Ahmadiyya Muslim Jamaat in mehr als 2000 Ländern befindet. Und der Khalif der Zeit, möge Allah seine Hand stärken, ist Khalif der ganzen Welt. Und in 200 Ländern gibt es Ahmadiyya Muslim Jamaat. Und alle Gläubigen, die an ihn glauben, die gehorchen ihm, aber die sind nicht gegen die Gesetze des Landes, in dem sie wohnen. Und er ist der Khalif für die ganze Menschheit, abgesehen davon, ob jemand an ihn glaubt oder nicht erlaubt, abgesehen davon, ob jemand Ahmadi ist oder nicht Ahmadi ist. Er ist Khalif für Ahmadis auch, genauso ist er Khalif für Nicht-Ahmadis. Er versucht, in der Welt Frieden zu schaffen. Wenn er sieht, dass die Welt in Gefahr ist, er versucht, den Frieden zu schaffen. Er schreibt Brief an den Präsidenten von USA. Er schrieb einen Brief an den Präsidenten von Russland, an den Präsidenten von Israel, Saudi-Arabien und so weiter. Obwohl sie an ihn nicht glauben, trotzdem versucht er, dass in der Welt Frieden herrscht, dass die Welt aus der Gefahr gebracht wird. Genauso wird in der islamischen Gesellschaft der Khilafat wählt für die ganze Welt, aber jeder wird Glaubensfreiheit haben und Religionsfreiheit haben. Vielen herzlichen Dank, Herr Staatsanwalt. Natürlich haben wir wenig Zeit gehabt, um diese sehr interessante Frage in ihrer Ausführlichkeit zu behandeln. Vielleicht wird sich die Möglichkeit in eine unserer nächsten Sendungen ergeben, um auch diese wahre islamische Gesellschaft unseren Zuschauern näher vorzustellen. Aber so viel können wir, glaube ich, auch heute festhalten. Herr Shamshad Ahmad Qamar hatte vorhin auf eine Frage sehr schön geantwortet, dass das wahre islamische Kalifat nicht Frieden in Furcht verwandeln möchte, sondern Furcht in Frieden verwandeln möchte. Und das ist jenes Kalifat, das heute gemäß den Prophezeiungen des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Ahmadiyya Muslim Jamaat vorherrscht, nämlich als Nachfolgerschaft des verheißenen Messias und Imam Mahdi, Hazrat Mirza Ghulam Muhammad al-Islam. Und wie eben auch der Herr Shamshad Qamar Sahib gesagt hat, ist es der Kalif der Zeit, Hazrat Mirza Masroor Ahmad Sahib Ayyadullah Ta'ala Misal Aziz, möge Allah sein Helfer sein, der diese Botschaft des Friedens des Islam in der ganzen Welt verbreitet. So zum Beispiel auch geschehen vor einigen Monaten am 13. Juni 2014, wo der Kalif der Zeit seine Heiligkeit in Deutschland zu uns gesprochen hat, zu den Gästen, zu den deutschen Gästen gesprochen hat und auch die wahre Bedeutung des rein spirituellen, friedvollen Kalifat erläutert hat. Und wir laden Sie sehr herzlich ein, sich mit diesem Thema weiter auseinanderzusetzen. Sie werden zum Beispiel auch auf unserer Webseite www.ahmadiyya.de viele Möglichkeiten haben, sich damit auseinanderzusetzen. Bei weiteren Fragen können Sie uns gerne auch zu diesem Thema sich mit uns in Verbindung setzen, unter den bekannten Telefonnummern und unter islam-verstehen.tv. Aber sehr herzlich würden wir Sie dazu einladen,
sich nicht auf die einseitige Beschreibung konzentrieren, sondern diese Dinge aus einer viel größeren Sicht zu betrachten, der Sicht, die auch heute vertreten wird und in der ganzen Welt propagiert wird von der Ahmadiyya Muslim Jamaat unter der Rechtleitung des Kalifen, des wahren Kalifen der Zeit, der diesen Frieden im Namen des Islam auf der ganzen Welt verbreiten möchte. In diesem Sinne bedanken wir uns sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, wenn Sie uns wieder in 2 Wochen mit uns sind und einschalten. Am 9. Oktober 2014 um 21.30 Uhr wird es wieder eine Live-Sendung von Islam Verstehen geben. Bis dahin, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.